Die Wildnis. Um hier zu überleben, brauchst du lebenswichtige Gadgets. Also wie ein Schweizer Taschenmesser, ne? Nur bescheuerter. Wir zeigen dir, wie du mit günstigen Survival-Gadgets besser zum Überlebensprofi wirst. Da, brenn du Sau! Ah! Da, guck! Der steckt da drin! Ich hab die Schnauze voll. Ich bin nicht gemacht für sowas. Das alles heute bei Besser. Es wird nicht gut enden. Ah! Scheiße! Weg! Weg! Ja, hallo Philipp und ihr da draußen. Wir sind heute draußen hier in der Wildnis für euch, weil wir nämlich Gadgets testen wollen. Survival Gadgets nämlich. Wir wollen quasi Outdoor Gadgets euch zeigen, mit denen man, sag ich mal, das Überleben in der Wildnis besser machen kann. Angeblich. Und du glaubst, dass dir Gadgets dabei helfen? Ich glaube an meine Redaktion. Auf jeden Fall wollen wir das heute in einer Challenge überprüfen. Warum muss ich jetzt auch noch überleben? Wenn du der Einzige bist, der hier noch gerade Zeit hat. So, das werden wir heute mal gucken und ihr wisst ja, alles wird besser. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Challenge. Herzlich willkommen bei Besser into the Wild. Ihr müsst draußen überleben. Und das Ganze ohne Heizung, ohne Dach überm Kopf, ohne Handy und ohne Schutzbrille. Wie soll das gehen? Ja, das ist die große Frage, ne? Und das ist der Ablauf unserer Challenge. In insgesamt 3 Disziplinen müssen wir unser Können unter Beweis stellen. Zu Beginn jeder Challenge bekommen wir verschiedene Gadgets als Hilfsmittel. Im Laufe einer jeden Disziplin gibt es die Möglichkeit, bei einem Minispiel zusätzliche Gadgets zu gewinnen. Diese können entscheidend sein, die jeweilige Station für sich zu entscheiden. Wer am Schluss die meisten Stationen gewinnt, holt sich den Gesamtsieg. Den Verlierer erwartet eine harte Strafe. Beginnen wir mit Challenge 1. Camp bauen. Ihr habt eine Stunde Zeit und für unsere erste Challenge bekommt ihr aber vorab ein Hilfsmittel, kriegt ihr beide. Das ist eine Multifunktionsaxt. Was ist das? Diese Multifunktionsaxt ist wie ein Schweizer Taschenmesser und angeblich perfekt für unseren Survival-Trip geeignet. Entschuldigung. Damit soll ich jetzt einen Baum fällen? Also wie ein Schweizer Taschenmesser, ne? Nur bescheuert. Also ihr seid ausgerüstet, weil ich euch ja beide kenne und ein bisschen parteiisch bin, haben wir natürlich einen unparteiischen Experten. Das ist der Jörn. Ich bin dann der sogenannte Experte. Ihr werdet es schaffen, ich bin da ganz guter Dinge, ne? Ihr könnt euch natürlich im Minigame ein Gadget verdienen, ne? Und damit wird es halt einfacher. Jörn wird uns dann bewerten. Er wird auch am Ende die Endbewertung vornehmen und sagen, wer den Punkt von euch bekommt. Also ich würde sagen, wenn ihr jetzt soweit seid, ihr habt 60 Minuten Zeit und nach 30 Minuten kommt unser erstes Minigame. Gut, so, los geht's. Dann los geht's, los! Die ultimative Survival Challenge beginnt. Besser into the wild. Wir werden in der Wildnis ausgesetzt. Jeder bekommt sein eigenes Revier. So, besser into the wild. Ich muss mir jetzt irgendwas suchen, mit dem ich quasi meinen Unterschlupf bauen kann. Und dafür brauche ich erstmal Äste, würde ich sagen. Und meine tolle Multifunktionsaxt. Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Plätzchen gefunden. Und hole hier mein Gadget raus. Ich bin mal gespannt, ob mir das irgendwie helfen wird. Ich brauche irgendwie eine Unterkonstruktion und noch irgendwie eine Nebenkonstruktion. Deswegen mache ich mir erstmal die Grundfläche frei. Ah! Oh, scheiße. Alter! Erster Einsatz des Gadgets und das funktioniert schon mal. Ah, Hand eingeklemmt. Ich blute. Ich habe bisher wirklich noch gar nichts gefällt. Ich hole nur totes Holz. Ich würde mir das hier mal so verkanten, weil mein Plan ist nämlich, dass ich mir hier erstmal so einen Querbalken hinbaue. Weißt du was? Die kann ich auch einfach abbrechen, ne? Ich brauche ja kein Gadget für. Wenn ich das hier aufklappe und da sind jetzt so Sägen hier drin, was will ich denn damit durchsägen? Für größere Sachen, wenn ich jetzt wirklich einen dickeren Stamm habe oder sowas, dann wäre das mit Sicherheit eine Erleichterung. Und jetzt will ich das hier so einhängen. Guck mal, das sieht doch schon nach was aus. Wird mir hier, glaube ich, oder nicht? Vielleicht auch hier, oder nicht? Aua. Hier zwischendrin vielleicht, oder nicht? Scheiße. Das wären meine 2 Säulen. Und dazwischen kommt dann quasi mein, erstmal die Dornen hier wegmachen. Ich bin erstaunt, dass man da wirklich die Axt, dass das funktioniert. Die ist auch relativ scharf, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, das war auch spitz jetzt hier, das ist sehr gefährlich hier. Das sind, Waldspitzen. Au, 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 au. Also ich kann jetzt zum einen mit der Axt hier halt schlagen. Und man kann auch hier zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bräuchte eine kleine Säge, kann ich hier sägen mit. Ich hätte nie gedacht, dass ich damit überhaupt nur irgendwie einen Ast durchbekomme. Fand ich gut.
Oh, da ist ein Riesenstamm. So, das hier wäre jetzt meine Eingangskonstruktion. Und da will ich jetzt noch Seitenwände aus Ästen aufstellen. Und dann hätte ich eigentlich schon meine Basis fertig. Alina, wie ist denn die Zeit? 20 Minuten um. Wie weit ist der? So, jetzt muss ich mir einfach nur ganz viele Äste suchen. Das da kann ich mir schon mal nehmen. Mann, Wildnis. Das ist gut, da habe ich schon fast eine Seite dann komplett fertig. Ich habe Vorsprung, glaube ich. Ja. Zwischenbewertung von unserem Survival-Profi. Philipp macht zurzeit alles richtig. Er hat große Äste gewählt, er nimmt Totholz, er hat zwei alte Stämme zum Abstützen seines Daches gefunden. Also Philipp ist jetzt schon auf einem richtig guten Weg. Und wie schlägt sich Christian deiner Meinung nach beim Hüttenbau? Christian beim Unterstandbau gestaltet sich sehr interessant, wie wir sehen. Er hat nicht den optimalen Platz gewählt. Er hat seinen Schlafplatz nicht gesäubert. Umgang mit Axt, fragwürdig. Ich denke, Christian wartet auf das erste Spiel und will dann Gadget abstauben, dass das Ganze viel einfacher wird. Ich würde sagen, wir drücken ihm ganz fest die Daumen. Es wird nicht gut enden. Ich merke schon gerade, das ist hart. Und ich finde es auch richtig schwierig, ganz allein zu sein. Dass sonst keiner hier ist irgendwie. Halbzeit in Challenge 1. Also die halbe Stunde ist rum, das heißt, wir gehen jetzt zu unserem ersten Minigame. Und das heißt Ast hochklettern. Warum hast du eigentlich Handschuhe an? Ich habe keine gekriegt. Wer gewinnt im ersten Minispiel? Ihr müsst diesen Ast hochklettern. Hier ist ein Seil montiert, das könnt ihr benutzen, müsst ihr aber nicht. Und die kriegst du nicht, den anderen gibst du auch her. Weil Philipp hat auch keine. Er kann ja auch die Handschuhe anziehen. Ihr tretet nacheinander an, die Zeit wird gestoppt und derjenige, der die bessere Zeit hat, hat das Gadget-Minigame gewonnen. Ja, was und heißt denn? Berühren oder draufsitzen? Draufsitzen. Draufsitzen? Ja klar, berühren, dann muss Philipp einmal hochspringen. Ja, der hat doch einen Größenvorteil. Du bist kleiner und wendiger. Wer den Kürzeren zieht, muss anfangen. In dem Falle Christian. Auf die Plätze, fertig, los! Das ist ein scheiß Baum, den ihr da geholt habt. Nee, im Ernst jetzt, wie soll ich denn hier hochkommen, Alina? Hängen bringt nichts, Christian. Weiß nicht, wie das gehen soll. Der menschliche Körper Gibst ist nicht dafür gemacht. Ja, dann komm. Echt? Hab ich dann direkt gewonnen? Nee, du musst auch noch machen. Auch so, jetzt mach du das erstmal nach, ne? Auf die Plätze, fertig, los! Und wenn er stirbt, habe ich gewonnen, oder? Wenn er runterfällt. Ja. Oh, leck. Ich würde sagen, Philipp, ja, der okay. Punkt geht ja, ganz gewonnen, klar ja. an dich. Herzlichen ich Glückwunsch. Ich kann dir helfen, gell? Oh. Ich finde es ein bisschen unfair, weil es ein Größenunterschied einfach zwischen uns beiden besteht. Aber ist okay, es geht an ihn. Ja. Dafür bekommst du sogar ein Dreierpaket an Gadgets. Echt? Geil. Und das ist drin im Siegerpaket. Ein Tarp, eine Art Zelt, ein Paracord, also ein Outdoor-Seil und eine Handkettensäge. Daran hat Christian erstmal zu knabbern. Lieber. Starten wir hochmotiviert in die zweite Halbzeit. Geh weg, ich muss mein Zelt bauen. Großer Scheiß ist das doch. Geh weg. Ja. Geh weg. Wenn es schon so losgeht, dass jemand A größer ist und B dann noch Äste im Wald auf dem Boden liegen hat, dann höre ich auf. Der hat einfach größere Äste, ne? Weißt du was? Ich hole jetzt da, der hat da vorne mehr Äste als ich, da hole ich mir jetzt einfach ein. Geh weg! Ich habe auch Recht drauf, mir hier was zu holen. Der hat viel mehr Äste als ich und der hat die ganzen Äste einfach hier rumliegen. Aber hier sind auch noch Äste. Die sind aber an den Bäumen dran. Die muss ich ja alle abhacken erstmal. Und der kann die einfach so nehmen, das ist ja unfair. Die liegen alle hier frei rum, die sind für jeden zugänglich. Jeder hat ein Recht drauf. Oh. Und siehe da, mit ein paar Stöckchen läuft's bei mir auf einmal auch. Guck mal hier, hä? Siehst du? Und jetzt kann man jetzt hier, kann man da so sich hinlegen. Muss ich es halt hier nur noch zukriegen jetzt irgendwie. Das Gefährlichste im Wald sind normalerweise Wildschweine. Das habe ich jetzt mit dem Schutz hier, kann das Wildschwein nicht mehr durch. Genial. Zeit für eine Expertenmeinung. Wir sehen jetzt Philipp beim Einsatz des Tarps und des Paracords. Im Moment macht er alles richtig. Er verbindet seine Stöcke, die er gelegt hat, mit dem Paracord. Das macht den Unterstand sehr stabil und windfest. Das geht saugut eigentlich. Er hält die Kettensäge gerade, er führt einen sauberen, gleichmäßigen Schnitt aus. Er verteilt die Kraft gleichmäßig auf beide Hände und wird damit sehr viel Erfolg haben und den Ast schnell abgesägt haben. Und was sagst du zum Gadget, Philipp?
Es ist auf jeden Fall schnell einsatzbereit. Von der Idee her ist das auf jeden Fall gut. Mit so einer Ritsch-Ratsch-Bewegung einfach mal schnell einen Baum fällen. Von daher würde ich sagen, es macht schon Sinn. In der Challenge hat es mir auf jeden Fall geholfen. Guck mal, es geht doch voll klar. War gar nicht so schwer. Also da war ich wirklich froh, dass ich das gewonnen habe. Und das da einfach mal drüber spannen, das ist sehr, sehr praktisch. Und dann noch so ein Seil dabei. Also würde ich schon empfehlen. Das Gerüst steht, aber es fehlt natürlich jetzt noch ein Regenschutz. Vorne zieht's rein. Ja, hätte ich mehr als dieses Gadget gehabt, wäre das hier ein eindeutiges Meisterwerk geworden. So ist es, wie ich sage, einfach nur sehr gut. So, Philipp, dann bitte jetzt einmal alles stehen und liegen lassen. Die Zeit ist um, dann schauen wir uns jetzt mal an, was der Christian noch macht. Da bin ich echt gespannt. Die erste Challenge ist vorbei. Hier haben wir einmal deinen Unterschlupf. Wo ist denn deins, Christian? Das ist mein Unterschlupf. Hier habe ich eine offene Stelle, in der kann ich hier reinkrabbeln. Und man sieht sehr gut, ich bin ja Löffelchenschläfer und man sieht hier, dass ich hier sehr gut reinpasse und dass das absolut ausreichend ist. Ich würde sagen, wenn du jetzt 5 Jahre alt wärst, würde man sagen, hast du toll gemacht. Das kannst du auch so zu ihm sagen. Wo fangen wir an? Also der Unterstand erfüllt eigentlich keins der Kriterien, die ein Unterstand erfüllen soll. Was? Schritt 1 wäre gewesen, du säuberst die Region deines Unterstandes erstmal, dann windabweisend. Ja, hier da. Ich sehe da nichts, was windabweisend ist. Du hättest es dichter bauen müssen, das Ganze mit Moos zu belegen, hätte das Ganze auch schön windabweisend und wasserdicht gemacht. Im Arbeitszeugnis würde man schreiben, er war stets bemüht. Jan, vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Das heißt noch gar nichts, weil es ist ja auch jetzt erstmal die Frage, was hat er gemacht? Und das schauen wir uns jetzt an. Durch meine Fähigkeiten beim Baumklettern habe ich zumindest das hier gewonnen, deswegen musste ich das jetzt nicht mehr alles machen. Das ist ein Tarp. Wind- und Wetterschutz wird dir von diesem Tarp halt geboten. Da musst du halt nicht künstlich oder natürlich nachhelfen, viel besser mit Moos oder ähnlichen Geschichten. Und für was ist dieses Seil da, wenn ich mal ganz blöd fragen darf? Warum sagt man nicht Seil, was ist der Unterschied? Paracord, auf Deutsch übersetzt, Fallschirmleine, bietet dir gegenüber einem normalen Seil viele Vorteile. Sie ist wesentlich reißfester als ein Standardseil. Sie ist leichter und lässt sich dadurch halt im Rucksack einfacher mitführen. Also die Belastbarkeit ist halt sehr hoch und das Gewicht ist gering. Also perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Und für was hätte man das jetzt hier verwenden können? Hätte er das Paracord von Anfang an gehabt, hätte er sich die Arbeit mit diesem Querträger gar nicht machen müssen, sondern er hätte sich 2 Bäume gesucht, die in einer Distanz von 2 Meter ungefähr auseinander liegen. Und so wird das Ganze dann aussehen. Ein Vorteil ist definitiv, ein Zelt gegenüber zu bevorzugen, weil ein Tarp ist deutlich leichter als ein Zelt. Das hat das deutlich geringere Packmaß und es ist schadunanfälliger, weil es besitzt weder Gestänge, Reißverschluss, noch braucht man Heringe oder ähnliche Geschichten zum Abspannen. Also dein Fazit? Philipp hat einfach die viel besseren Ansätze gehabt und die bessere Ausführung, muss man leider so sagen. Damit steht es 1-0 für Philipp und ich würde sagen, starten wir mit Challenge 2. Du darfst mich ab jetzt Fips Meinecke nennen. Hier stand nach der ersten Challenge 1-0 für mich. Kommen wir zu Challenge Nummer 2. Und die lautet Feuer machen. Ihr habt nämlich jetzt ein Dach über dem Kopf und was ihr auch haben wollt, ist schön warm. Und ihr bekommt dafür jetzt von mir einmal eine Spindel und einmal das dazugehörige Unterstück und jeweils einen Stahleimer. Und wenn ihr das Feuer gemacht habt, müsst ihr darauf in diesem Stahleimer Wasser zum Kochen bringen. Ihr habt dafür jeweils eine halbe Stunde Zeit. Danach kommt wieder ein Gadget-Minispiel und wer das gewinnt, kriegt ein bisschen Hilfe. Dann sage ich mal, auf die Plätze, fertig und los. So. So, wird das Holz werden. Au! Ah! Da, guck! Der steckt da drin. Damit mache ich jetzt das Feuer. Hiermit soll Glut entstehen und das soll man irgendwie so reiben. Ne? So. Wie soll das gehen? Einfach so und das soll... Da, hä? Philipp hat einen Stock aus Holz, den er genialerweise angespitzt hat, um die Reibungsfläche zu verringern und schneller dadurch Hitze zu erzeugen. Durch schnelles Drehen des Stockes zwischen den Händen wird die Hitze an der Stockspitze erzeugt. Danach benötigt er, wenn das denn funktioniert, ein sogenanntes Zundernest. Als Zundernest eignet sich hervorragend hier an diesem Standort die Birkenrinde, aber auch trockenes Stroh oder trockene Blätter. Mit viel Übung und Geduld kann das eigentlich dann auch funktionieren. Der macht's auch nicht besser. Ist das überhaupt warm? Oh, das ist wirklich warm. Das ist aber noch nicht heiß. Weil alles nichts hilft, muss ein Gadget her. Zeit für Minispiel 2. Und das heißt
Pflanzen identifizieren. Ihr habt unabhängig voneinander jeweils eine Minute Zeit, um in der Zeit so viele Pflanzen wie möglich korrekt zu bestimmen. Christian, bist du bereit? Ja. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig und los. So, Moos, Baum? Nicht so ganz. Das ist Eiche? Jawohl. Eiche, zwei. Gras, Birke, Stroh. Stopp. Vier sind geschafft von Christian, dann schauen wir mal, was Philipp schafft. Christian! Philipp, dann bist jetzt du dran. Ja. 60 Sekunden, auf die Plätze, fertig, los. Okay, dann haben wir hier normales Gras. Da ist Moos, das sind auf jeden Fall Birken, die weißen. Da unten ist Klee, da steht eine Esche, da steht eine Buche, da steht eine Erle, da steht eine Tanne. Da drüben habe ich Treibholz gefunden. Die Zeit ist auch jetzt sowieso rum. Der Punkt geht an Philipp, das waren mehr als vier. So, damit hat der Philipp das Gadget-Minispiel ganz klar gewonnen und bekommt jetzt von mir ein Feuerstahl. Der Philipp bekommt das. Und zwar das hier, ein Feuerstahl, eine Art Survival-Feuerzeug. Feuerstahl besteht aus einem Stahlstift. Man versucht mit dem Schabeinstrument, was sich bei dem Feuerstahl befindet, auf dem Stahl einen Funken zu erzeugen und mit diesem Funken dann seinen Zunder zu entzünden. Die große silberne Fläche, die wir sehen, ist Magnesium. Das heißt, er könnte das Magnesium abschaben und dieses Magnesium zum Entzünden seines Zunders benutzen. Ah, brenn, du Sau! Oh, ist das heiß. Oh, Alter. Mir tun die Hände weh, weil du so verkrümmst, wenn du die ganze Zeit diese Bewegung machst. So, Christian, die zweite halbe Stunde ist jetzt auch vorbei. Wie ich sehe, Challenge nicht funktioniert. Ja, gut, jetzt will ich erstmal warten, was er da mit seinem Gadget, da mit dem Feuerstahl, ne? Feuerstahl, genau. Hat. Philipp. Ja. Die zweiten 30 Minuten sind auch leider rum. Wie ich sehe, hat es auch bei dir nicht geklappt. Nee, ich hab's schon mal ausgemacht. Hat nicht geklappt, oder was? Nee. Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Was hält denn der Experte von unserem Gadget? Du hast das schon ganz gut gemacht mit dem Schaben. Ja. Aber erstens war dein Glutnest zu groß. Wenn du dann diesen Funkenregen hast, dann verteilt er sich über dieses gesamte Glutnest und hat einfach nicht die Zündenergie. Ja, dann die Temperatur wahrscheinlich auch nicht da an, wo sie hin soll. Kommt nicht da hinten, wo sie hin soll. Was ist denn der Vorteil von so einem Feuerstahl gegenüber vom Feuerzeug? Ein Feuerstahl kann nicht kaputt gehen. Feuerstahl funktioniert immer. Sogar dann, wenn er nass ist. Ein zuverlässiges Werkzeug draußen, was immer dafür sorgt, wenn man es richtig bedient hat, dann im Endeffekt, dass man ein schönes Feuerchen erzeugen kann. Und natürlich, unser Experte bekommt es hin. Unsere zweite Disziplin ging dann wohl mit einem Unentschieden aus, weil keiner von euch zwei geschafft hat, das Wasser zum Kochen zu bringen. Kein Punkt für niemanden. Deshalb lautet der Spielstand weiterhin 1:0 für leider Philipp. Warum solltet ihr denn Wasser kochen? Habt ihr da eine Idee? Disziplin keine war? Bakterien drin sein sollen, also dass ich auch Wasser habe, was auch genießbar ist. Genau, ist vollkommen richtig. Und dafür gibt es aber auch ein Gadget, das werde ich euch gleich geben. Und zwar ist das ein Wasserfilter. Dieses Gadget könnt ihr mit Wasser befüllen und direkt raustrinken. Dank diesem Zweikammerfilter werden Bakterien und Schwermetalle einfach rausgefiltert. Ob das aber wirklich funktioniert, überprüfen wir mit Trinkwasser-Teststreifen. Die Anzeigen. Ob man es trinken kann? Ob man es trinken kann, genau. Echt? Und wie das Wasser belastet ist. Die gebe ich dir einmal. Lecker, lecker, lecker. Aber vielleicht verseucht. So. Ja, das werden wir jetzt rausfinden. Erstmal das ungefilterte Wasser direkt aus dem See. Und schon ohne vorherige Filtrierung ist die Wassergüte hier sehr gut. Ändert das Gadget daran überhaupt was? So, jetzt haben wir hier diesen Mikrofilter. Das heißt, wir nehmen jetzt einen zweiten Streifen. Ja. Kein Unterschied zu vorher. Das Wasser hier ist einfach zu gut. Wie findet unser Survival-Profi das Gadget? Ein Wasserfilter ist ein unverzichtbares Utensil, wenn du draußen unterwegs bist und immer dafür sorgen willst, dass du sauberes Trinkwasser hast. Das hier ist jetzt ein Wasserfilter, aus dem man direkt trinken kann, aber das obere Teil, das wir hier sehen, das Filterelement, ist eigentlich bei allen Wasserfiltern gleich. Besteht aus einem Zwei-Stufen-Filter. Der erste Filter ist ein Aktivkohlefilter. Der filtert dir Schwermetalle, Blei, ähnliche Geschichten und hält das Wasser geschmacksneutral. Der zweite Filter sorgt dafür, dass die Bakterien wie E. coli-Bakterien oder ähnliche Bakterien aus dem Wasser herausgefiltert werden und du keine Durchfallerkrankung oder ähnliches bekommst. Dafür ist so ein Aktivkohlefilter wirklich tipptopp. Zur Mitnahme von Wasser für 3 Tage bräuchtest du ja alleine mal mindestens von vornherein 6 bis 8 Liter Wasser, dass du gut versorgt bist. Deshalb Wasserfilter, unverzichtbares Utensil. Ich sag euch, besseres Wasser habt ihr noch nie getrunken, ne? Genug getrunken, jetzt geht's ums Essen in Challenge 3.
kommen wir jetzt zur finalen Challenge. Ihr bekommt jetzt beide von mir euer Abendmahl, eine Konserve. Und ihr bekommt von mir zusätzlich das hier. Das ist ein elektrischer Dosenöffner. Und ihr bekommt das Ladekabel von mir. Derjenige, der zuerst die Dose geöffnet hat, der hat gewonnen. Ihr dürft aber keines der Gadgets von heute verwenden. Weder die Axt noch die Handkettensäge. Das Wichtigste an der Sache ist, ihr dürft die Dose nicht stark verformen. Was soll denn das gehen, Alina? Reinbeißen. Aber ich kann ja einfach jetzt den Dosenöffner nehmen. Ja, das darfst du gleich machen. Meiner ist leer. Ja, der ist ja leer. Ihr habt jetzt eine Viertelstunde Zeit. Was bringt mir dann elektrischer Dosenöffner, wenn er leer ist? Das ist ein Ladekabel. Ich habe ein Ladekabel, einen leeren Dosenöffner. Und eine Dose. Und eine Dose. Und Grips. Und Grips. Idealerweise. Wann kriegt er den denn? Ja, den gibt es im Gadget-Minigame und das kommt nach einer Viertelstunde. Good. Also ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit. Da warte ich doch eine Viertelstunde. Dann machen wir ein Spiel und dann habt ihr noch mal eine Viertelstunde Zeit. Auf die Plätze, fertig und los. Wer braucht einen Akkudosenöffner? Und dann ist er auch noch leer. Ich habe keine Möglichkeit zu laden. So, wie kriege ich das Ding auf? Einen kleinen Stein vielleicht, einen Mini-Stein oder so. So, wir dürfen es nicht verformen, hat sie gesagt, ne? Aber so ein bisschen. Ich habe jetzt ein Loch drin, aber es verformt sich. Ich vermute mal, dass das hier alles was mit dem nächsten Minigame zu tun hat. Weswegen ich schon fast gewillt bin, einfach eine Viertelstunde zu warten. Wie soll denn das gehen? Au! Nutz einfach die Physik. Die Idee war da. Die Idee war da. Die Dosen sind nach wie vor zu. Zeit für das nächste Gadget im Minigame. Das ultimative Survival-Quiz. Und der Gewinner der Challenge bekommt dieses Gadget. Seid ihr bereit? Round 1. Was eignet sich am besten als Zunder? A. Fichtenrinde, B. Tannenzapfen, C. Moos oder D. Birkenrinde? Beide D, beide richtig. Round 2. Welche der folgenden Pflanzen sollte man auf keinen Fall ungekocht essen? A. Die Gartenbohne, B. Der Löwenzahn, C. Die Brennnessel oder D. Der rote Wiesenklee? Wir haben einmal A und wir haben auch A. Ja. Ja, bei dem Punkt. Final Round. Darf ich eine Axt in Deutschland öffentlich führen? A. Ja, B. Nein, nur mit Genehmigung, C. Nein, nur auf dem eigenen privaten Grundstück oder D. Nein, nur als Forstmitarbeiter? Du sagst nur als Forstmitarbeiter und du sagst ja, damit geht der Punkt an Philipp. Du darfst in Deutschland eine Axt öffentlich führen, ja. Geht nicht als Waffe. Damit haben wir einen Sieger, das ist Philipp. Der darf jetzt das Gadget haben. Geil. Wieder schlägt Fips Meinecke zu. Ich gebe dir das. Danke. Viel Spaß damit. Ist das meine Trophäe? Das ist keine Trophäe, sondern ein, wir nennen es mal, kleines Feuerkraftwerk. Und was der kann, muss ich jetzt erstmal rausfinden. Da ist auf jeden Fall hier unten, da ist was Elektronisches, ein USB-Slot. Das heißt mit Sicherheit, dass das so ein Ding ist, mit dem ich dieses leere Ding, den Dosenöffner, laden kann. Deswegen das Elektrische, jetzt verstehe ich das auch. Kann man aufklappen? Habe ich jetzt so eine Konstruktion, das sieht aus wie ein kleines Kraftwerk. Die haben mir alles genommen, selbst mein Stein ist weg. Weißt du, Alina, ich finde schon unfair, dass ihr sogar meinen Stein jetzt genommen habt, ne? Da ist er. Entschuldigung, ich nehme wieder alles zurück. Noch ist ja alles drin. Wenn ich die Dose jetzt hier erst aufkriege mit dem Stein, dann hat er nämlich trotzdem verloren, ne? Da ist ein Feuersymbol drauf. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das hier vielleicht mir sagt, dass ich hier drin Feuer machen muss, damit die Batterie hier steigt, damit ich das hier laden kann. Philipp, das hast du absolut richtig erkannt. Das Feuerkraftwerk besteht im Grunde aus einer Brennkammer und zum anderen aus einer elektrischen Generatorzentrale. Verbunden werden diese Bauteile mit so einem Metallstab. Wird jetzt in der Brennkammer ein Feuer gemacht, dann wandelt ein thermoelektrischer Generator im Metallstab die entstehende Wärme in elektrischen Strom um. Dieser wird in den internen Akku mit einer Kapazität von 3200 mAh gespeist, also quasi eine Powerbank. Und die soll in knapp 5 Stunden voll sein. Dann könnt ihr über einen Anschluss jedes USB-Gerät laden. Das reicht dann zum Beispiel für knapp eine Handyladung. Oder ihr ladet euer Handy einfach auf, während das Feuer noch brennt. Ist offen. So, muss mal kurz unterbrechen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Weil ich habe die Dose, hier kannst du gucken, die Dose ist geöffnet. Ja, und völlig kaputt. Ich glaube, das siehst du selber, oder? Die Dose ist disqualifiziert. Ja, ich gebe erstmal auf, aber erstmal muss er es ja noch hinkriegen. Vielleicht teilt er ja seine Ravioli mit dir. Was ist denn deine Strategie? Das scheint mir so eine Art Kraftwerk zu sein, ein mobiles Kraftwerk. Ich glaube, wenn ich hier drin Feuer mache, dass durch die Wärme Energie entsteht. Und diese elektrische Energie, die kann ich dann nutzen, um meinen... Deswegen haben sie uns nämlich einen leeren Dosenöffner gegeben, der elektrisch ist. Ja. Da guck, hier sieht man es. Da ist jetzt der erste Feuerbalken da. Also durch das Feuer wird der interne
Akku der Powerbank aufgeladen. Genau. Das heißt, wir haben hier eine Powerbank, mit der wir dann den schon mal aufladen können. Im besten Falle, ja. Da guck, der lädt auf. Das heißt, ihr könnt jetzt auch ein Handy dran machen, wenn du in der Wildnis bist. Kann quasi unendlich viel Zeit im Wald verbringen. Monate und hab immer Strom dabei. Machen wir rein kurz. Au! Au! Scheiße! Ist halt heiß. Von der Idee her ist das echt geil. Und eine Nachtleuchte kann das Ding auch betreiben. Sehr praktisch. Und was hält unser Experte davon? Mega, dieses Feuerkraftwerk. Es versorgt dich dauerhaft mit Strom. Nimm dieses Kleinkraftwerk mit und du bist wirklich autark. Von allen Gadgets war, fand ich das Coolste, ehrlich gesagt. Und es ist auch sehr kompakt, also kannst es auch leicht mitnehmen. Aber das war jetzt noch nicht alles. Du musst ja auch noch mit einem elektrischen Dosenöffner erstmal eine Dose öffnen. Aber jetzt ist der Kniffer ja nicht mehr so weit. Dein Essen ist da. Aber mit dem Kniff, dass das leer ist und dass das hier elektrische Geräte laden kann, da muss man erst mal drauf kommen. Vielen Dank nochmal an unsere Redaktion und vielen Dank an Alina. Das ist mein Stichwort. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende von Besser Into the Wild. Wir haben einen ganz klaren Sieger, das ist der Philipp, der mit 2:0 gewonnen hat. Und das bedeutet für dich, dass du hier alleine zurückbleibst und wir fahren gleich heim, ne? Das hört sich an, als würden wir zusammen wohnen. Ja, hab ich auch. Aber haben wir das so besprochen, dass der Verlierer hier auch übernachten muss? Ja, genau. Du darfst nämlich auch, wenn du jetzt hier schläfst, Philipps erspielte Gadgets benutzen. Oh, das ist aber lieb. Ja, also ich fand es tatsächlich sehr spannend. Wie würdest du es und dein Fazit? Als Survival-Beginner habt ihr euch wirklich wacker geschlagen. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. War eine spannende Erfahrung. Ich werde jetzt noch eine kalte Nacht vor mir haben. Das wird eine spannende Erfahrung. Richtig. So sieht's aus. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst uns doch vielleicht ein Like da. Auf jeden Fall noch kommentieren, ein Abo, Glocke. Im besten Fall sehen wir Christian am nächsten Morgen wieder an einem Stück. Ich habe ja einen Wildschweineschutz installiert. Vielen Dank fürs Zugucken und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. So, alles, was ich hier in meinem Unterschlupf habe, ist jetzt der Campsdorf, der mir ein bisschen Licht gibt. Du siehst ja bei Wildschweinen, wenn die den Boden umwühlen, ne, wie das aussieht. Und wenn die das mit dir selbst machen, da willst du gar nicht dran denken. Es ist scheißkalt. Ah, Scheiße! Weg! Weg! Ah! Ja, Blecher! Oh, leck! Hallo! Mir ist irgendwas gegen mein Bein gefallen. Ich weiß nicht, ob es der Ast war. Fuck. Ja, echt Angst gehabt gerade. Ich sag's jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe die Schnauze voll. Ich gehe jetzt zum Auto und fahr heim. Ich bin nicht gemacht für sowas, ja. Tschüss. Es ist nicht einfach hier. Man merkt das Vogel. Man merkt das. Wenn man alleine ist, merkt man. Das ist Natur. Ich komme damit nicht klar. Vogel. Oh.